Cello 385. Und ab die Süd. Duo. Numero uno. Hallo, wir sind Dennis. Und Benny. Und wir nehmen Fans nicht ernst, sondern im Sandwich. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song? Eurem liebsten Format. Heute wieder in einer Tech-Team-Edition. Heute mit Cello und Opti. Yeah. Habt ihr auch mal Bock, hier zu stehen? Dann bringt doch mal eure heiße Zwillingsschwester mit. Und wir machen auch eine schöne Tech-Team-Edition. Ja. Bewertet euch in den Kommentaren. Schreibt einen tollen Lieblingssong in die Kommentare. Und welches Gastgeschenk bringt ihr uns mit? Und natürlich, bevor ihr das alles tut, Kanal abonnieren und Daumen nach oben. Liebe Freunde, wir haben schon mal gegeneinander gespielt. Hier nochmal eine Begrüßung. Grüße aus Frankfurt, nach Frankfurt, geh raus. Mein Köln über Köln. Dieser von Colonia in the house. Ist so. Wow. Scheiße, wie Hi. Von den lieben Leuten. Keine Ahnung. Von der Wutan Clan. Falsch! Yeah, sag ihn. Because I got high von Afro Man. Was seid ihr für Kiffer, Alter? Nein. Kein Problem. Aber du darfst nicht buzzern, wenn ich es nicht weiß. Ich dachte, du hast ja den Interpreten. Das ist doch Teamarbeit. Boah, das ist echt schwer. Ja. Das sind die Loper Girls, wanna have fun. Weißt du? Madonna, Material Girl. Ja! Super! Lass mal laufen! Lass mal den Song laufen! Aber die kam zeitgleich raus, oder, diese Lieder? Die bauen den Höhepunkt, der Höhepunkt kommt doch jetzt. Jetzt kommt der Turn-up. Und alle! Ja, seid Materials Girls. Der Song ist krass. Schön grüß an Materia. Von in den Stadt bis zum Messeplatz siehst du Kiddies in Trackies wie in Manchester. Schönen Grüß gehen raus an meinen Bruder Weezy. Der Song heißt Manchester. Brutaler Song, Endstufen-Song. Tracksuit Manchester. Wart ihr schon mal in Manchester? Mit dem Finger auf der Landkarte leider bis jetzt nur. Ich war mal in einem Manchester-Anzug drin. Das ist fast genau das Gleiche. Sollen wir zu viert mal nach Manchester fahren? Yeah. Warum nicht? Können wir alles steuerlich geltend machen. Jede Taxifahrt, jede Trinken, jedes Essen. Wir machen Geschäftsessen den ganzen Tag. Ja. Nur Geschäftsreise. Generell, ich bin nur auf Geschäftsessen. Was ist denn los? Carrie? All I want for Christmas is you. Ja! Gatschkerkeja! Gentlemen, again. War sehr schnell. Bald geht's los, ne, wieder. Ja. Bald ist wieder Lebkuchenzeit. Ja, das kommt wieder in die Charts. Habt ihr schon mal Kekse gebacken? Also ohne Zusatzstoffe? Nur mit Zuckerguss oder mit... So in der Eingangsstufe zuletzt, ohne Zusatzstoffe. Ja. Und auch Schokolade oder nur Vanille oder Butterkekse oder vielleicht mal was abgefahren ist mit der Marmelade. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihr Teig geknetet und dann ausstecht. Malatschinken. Ja, Malatschinken, genau. Damals vor unendlich langer Zeit. Klaus und Klaus. Und an der norddeutschen Küste. Ja. Klaus und Klaus an der Nordseeküste. Ja! Ja! Ihr seid schon hart mit eurem deutschen Kulturgut. Ich als Immigrantenkind, wow. Das ist so weit weiß, alle immerhin. Ja, krass, sehr, sehr krass. Okay. Wieso weißt du das denn? Also, ich bin geboren in Deutschland. Aber hast du mit dem Song Kontakt gehabt? Oder? Das lief doch früher immer. Früher gab es doch nur drei Fernsehsender: ARD, ZDF und Hessischer Rundfunk. Früher gab es ja kein Kabel und das lief doch immer. I know what girls want. Chris Brown Running. Nein, das war schon gerade sagen. Das ist was für ein Remix. Nein! So einmal, Chris Brown Run It. Du dürfst so einmal. Chris Brown Run It. Featuring. Ach, featuring noch! Exhibit. Falsch. Warte, wir haben noch was dran. Jetzt der Remix oder? Das ist der Remix, das mit Lil Bow Wow. Nee, Jules Santana.
Ihr macht ja auch einen leckeren Kaffee. Eiskaffee habt ihr uns richtig jetzt mitgebracht hier. Richtig, mein Bester. Wieso Kaffee? Wieso ist Kaffee ein Thema bei euch? Ja, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir aufs Thema Autofahren kommen, wenn du so von Berlin nach Frankfurt fährst und du musst wach bleiben, weil du auch vielleicht nicht als Fahrer versuchst, den Fahrer bei Laune zu halten. Dann gibst du ihm so einen schönen Mocha Latte erstmal, den extra weg. Und dann trinkst du auch ein. Ja. Ist ja so jetzt, Energiekrise und so. Man muss früher aufstehen, Züge fahren, muss man zu Fuß laufen. Wir kennen das ja, wir sind ja Pendler, wir laufen nur noch zu Fuß. Was ist los hier in Hauptbahnhöfen Deutschland? Wollt ihr mich ficken, Deutsche Bahn, Alter? Boah, wer ist die Jungtochter nochmal? Shakira She-Wolf. Ja! Die hat doch Steuern erzogen, Shakira. Da haben wir auch. Was? Der Sack! Bin ich bereit? Ich schick dann an und so. Piquet kommt, klingeln! Piquet kommt! Aber Shakira hat der. Piquet gibt dir so einen Pik. Der klingelt mit Pike so. Da war Ender sein Bahnhof mit Stutzen, gell? Aber ist sie doch mit dem Piquet zusammen? Nee. Nein, und die hat Steuern erzogen. Hat die Steuern erzogen? Das weiß ich nicht. Ja, da kann man nur sagen. Ja. Gegenüber des Staates. Ja, genau. Ich habe gehört, die läuft immer barfuß rum, egal wo. Nee. Ja, so eine barfußlaufende Harte. Die Gummireifen, ne? Boah, noch schneller als ich. Lass uns für die halt präsentiert. Ja. Den Platin, bald Diamant-Hit. Magisch von Oleg Sesh mit Edin. Ewa. Schöne Grüße an unseren Bratan Oleg Sesh, alle. Karibik-Version, kennst du nicht? Aber ihr bringt ja 2023 einen Sampler raus. Also richtig. Erzählt mal ein bisschen dazu, dafür gibt es erstmal einen Applaus. 385i präsentiert. Voller Stolz. Proudly. Präsenz Athach B. Den Sampler. Wie bei uns. Planet E erscheint. Boah, da kann man sich freuen. Unser Label steht doch schon jetzt, Gott sei Dank, über 10 Jahre. Fleißige Arbeit mit unserem Bruder Sin zusammen. Jawohl, schönen Grüße an Sin. Auch so viele andere, Sascha, Marius, Cleef, das ganze Team auf jeden Fall. Stabil. Muss man erwähnen. Konrad. Sorry, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe. Wie eine Laudatio. Ja. Staatsmännisch, Staatsmännisch, mein lieber Papa. Ja, ich bin sein Berater, sein Berater. Wir brauchen einen frischen Wind in Deutschland auf jeden Fall. Die geht mal. Werft uns ideal. Planet E. Hört drauf. Planet E. Black Magic Woman. Das doch dünn. Carlos Santana, Black Magic Woman. Was? Stark. Das ist so ein Lied, was bei du stark. Ja. Oder wenn du den Salami bei dir schmierst, ne? Da ist doch der Knaller. Das ist noch. Wie viel steht's denn, wenn ich frage? Goldenen Ohren. 3-5. Wir brauchen noch 2 Punkte, dann haben wir gewonnen. Make him on a scream. Make him on a scream. Michael Jackson. Mit Janet Jackson. Jackson Scream. Wow. Hat Spiel. Auf die Moves, der. Oh, der war gut. Ja. Alle Brüder! Diese Schuhe sind noch wieder in. Ja? Diese breiten. Ja, krass. Stimmt. Kanye West, die ist das. Habt ihr früher oft Michael Jackson gehört? Ja, hört ihr immer. Da gibt es ja auch Verschwörungstheorien, ne, dass der umgelegt wurde. Bei vielen großen Leuten gibt es Verschwörungstheorien. Was denkt ihr denn entstehen, als das? Ja, wie gesagt, bei vielen großen Machern, Künstlern entstehen Verschwörungstheorien, weil. Das gehört dazu, der Mythos. Okay, warte, ich will meinen Lieblingssong von Michael Jackson sagen. Ja. PYT, Pretty Young Thing, bester Song von Michael Jackson. Glaubt mir, Leute. Aber Jam ist auch geil. Auf jeden Fall. Ich bin Sunny Crockett, die Sonne lacht mir zu. Das ist, hier, wie heißt der doch mal, mit dem langen Bart? 30 Grad von MC Fitti. Jo, das ist Teamwork, Junge. Das ist doch nicht meine. Den guckt der denkt an, wollen die mich stecken. Schöne Grüße an MC Fitti, wir haben ja Feature mit denen damals gehabt. YOLO Remix. Der macht doch Bratwurst jetzt, ne? Der macht ja, krass, stabil. Der macht Bratwurst? Fitti immer Businessmacher, Bruder. Fitti war ja das Gesicht für Mauerarm und so. Ja, für andere Kaugummis. Fritt ist ein Kau oder so. Kaubonbons, Fritt ist schon Macher, kann man nicht sagen. Für Mauerarm. Für Mamba. Wow. Okay, ich sag euch jetzt. No, waking up. Ah, Whitney?
Und? Ist es Will.i.am? Ich kenne das Lied gut. I want it free and I'll let it go. I want it free. Britney Spears, Will.i.am, Scream and Shout. Ja! Ja! Ich hab Scream and Shout. Und damit gewinnen wir die Technik-Version. Erkennt ihr den Song? Ja! Liebe Freunde, es war mir natürlich. Wallah, weil ihr habt hier gegen Profis gespielt, wie ihr gemerkt habt. So ist es nämlich nicht. Ihr habt hier gegen Musiker gespielt. Ja, das ist ja aus der gleichen Nische, was ihr gerade jetzt spielt. Respekt, ich könnte nicht, ich sag dir ehrlich. Abonniert den Kanal. Ciao bei Celle und Abdi vorbei auf deren Kanälen natürlich. Wir gehen zur Endcard. Oben gibt's Robert Habeck, die Grünen, im Kreuzverhör von Funk. Mhm. Und unten gibt es natürlich die letzte Folge. Erkennst du den Song? Bleib sauber. Ciao. Tschüss.